Hallo und herzlich willkommen hier bei GameStory zu einer weiteren Folge von Ego 1993. Und gestern haben wir uns ja schon zwei Spiele angeschaut. Und heute schauen wir uns das zweite Spiel nochmal an. Oder länger, nochmal, irgendwie so. Ihr wisst schon, was ich meine. Bram Stokers Dracula in der DOS-Version. Ich sag mal so, das Spiel benutzt relativ ekelhafte Praktiken. Ich hoffe mal, im zweiten Level ändert sich das, aber ich glaube eher nicht. Es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Wahrscheinlich. Wir haben hier einen Spielstand, Gott sei Dank. Direkt in der Vorderstage 2 und hier stehen schon Piraten bereit. Zumindest sehen sie aus wie Piraten. Oh, das Spiel. Stimmt ja. Muss ich wieder auf Fenstermodus umschalten. Und das ist relativ laut, wie ich sehe. So. So. Jetzt komme ich nicht mehr in den Vollbildmodus rein, oder? Nein. Das heißt nochmal neu starten. Ich liebe es. So. Wir haben diesmal 72 Särge, was mich in Ach, ich kann wieder in die Stage 1, wie schön. Nicht, dass ich das wollen würde. Ich versuche auch ein bisschen mehr erst einmal mit dem Messer zu arbeiten bei leichteren Gegnern. Da ist er hergekommen, okay. Aber natürlich sollte ich ihn auch erwischen. Alter, es ist so scheiße mit diesem blöden Messer zu arbeiten. Himmel, Arsch und Zwirn, ey. So, okay. Weiter im Text. Erstmal erkunden, was haben wir hier? Da ist ein Apfel oder so. Ja. Ich habe ihn gleich gegessen, obwohl ich das gar nicht wollte. Da ist eine sehr einladende Tür. Dafür brauchen wir einen Silberschlüssel. Nichts mehr. Und hier hinten? Hier hinten ist auch nichts. Oh doch, hier ist eine Tür. Eine Treppe nach oben. Schauen wir erst einmal hier weiter. Wenn es denn was weiter gibt. Crystal Key, das ist hier der Ausgang. Nein, es geht nicht weiter. Okay, dann müssen wir nach oben. Ja, Hallöchen, Breath of the Wild Kenner! Ah, das ist nicht gut. What? What? Was? Mein Gott, jetzt aktivier's doch! Was passiert hier?
Kann ich bitte Holy Wafer finden? Gold Key. Gold Key, Gold Key. Wo brauchen wir einen Gold Key? Haben wir? Nee, wir brauchten den so. Gott, die zwei nerven jetzt schon unglaublich. Wofür ist der Schalter hier gut? Hä? Wo ist der blaue Schalter hin? Was macht der da? Keine Ahnung. Warte mal, ich wurde vorher irgendwie teleportiert, aber... Da kann ja nichts gewesen sein. Doch. Wo bin ich? Aber einen Gold Key brauche ich aktuell nicht. Also nicht hier zumindest. Weil hier brauche ich einen Night Key. Da war es der Crystal und da ist es der Golden Key. Der Silver Key meine ich. Hier brauchten wir ein Silber, oder? Ja, genau. Wir haben nur ein Gold. Und oben was herauszufinden mit den Zweien ist scheiße. Aber Fakt ist, wir kommen hier nicht weiter. Also muss es irgendwas oben sein. Jetzt ist der blaue. Jetzt ist er wieder da. Komme ich weiter hier? Nein, ich nix kommend weiter hier. Aber wenn ich jetzt den Schalter betätige. Vielleicht. Ach, jetzt ist der Schalter auf der anderen Seite. Oh, ist das euer Ernst? Okay, nein. Ah, warte! Ich hab die Idee. Ich hab die fucking Idee. Also. Jetzt ist er drüben, oder? Wenn ich den Schalter jetzt... Aber ich kann den Schalter ja nirgendwo hin tun. Moment mal. Das ist hier scheiße. Ich kann dann zurück hier. Aber was bringt mir das? Ich muss überlegen. Wenn ich ihn jetzt so hinstelle, da komme ich aber nicht mehr raus. Ah, jetzt ist er drin. What the fuck? Ich feiere Silvester mit meinem Kumpel in München. Das hat jetzt viel zu viel Munition gebraucht hier. Ah, da ist Holy Wafer. Und irgendwie Viecher. Überraschend. Da brauchen wir den Gold Key, okay.
Was zum Teufel bist du schon? Muss man die alle einzeln aufheben? Ja, man muss sie alle einzeln aufheben. Oh mein Gott. Oh Gott. Okay, wo kommst du her? Und da. Das ist das Erste, was erstmal verschwindet hier. Okay. Noch nerviger hätte man es nicht machen können hier, oder? So. Okay. Das war noch eins. Nein, okay. Da geht's weiter nach oben. Jetzt ist die Frage, machen wir schnell die zwei anderen noch? Oder, nee, eigentlich brauchen wir es nicht. Ich halte mir die Liebe für scheiß Passagen frei. Was hast du zu Silvester vor? Ja, wir sind wieder draußen. War nicht gut. Ich glaube, Schießen ist doch besser. Ein bisschen rausgehen, aber sonst nichts weiter. Oh Gott. Darf ich mal vorangehen? Dankeschön. Wo ist der Gegner? Wo sind die Gegner? Was ist denn der Sarg? Ach da. Jetzt nimm! Okay. Emerald Key. Den haben wir bisher noch nicht gehabt. Bleibe dann doch lieber drin, weil sehr viel Rauch entsteht. Also später, so 22 Uhr. Ja, das ist ein Sarg. Oh, das sind neue Holy Wafers. Yeah. Holy Wafers for Win. Also wir dürfen die zwei Särge ganz am Anfang nicht vergessen. Save auf die 3. Da brauchen wir den Emerald Key. Ah, hier werden wir bestimmt teleportiert. Das sieht schon nach einem Teleportationsraum aus. Ja. Ja, hier wird man teleportiert. Ah, hier wird man sehr viel teleportiert. Oh, nö. Okay, ich sehe schon. Okay, warte, ich gehe jetzt rückwärts. So, jetzt bin ich woanders.
Silver Key, den brauchen wir ganz am Anfang. Okay. Nein, du sollst dich in keinen Sarg reinlegen. Bau lieber bei deinem Lego weiter. Also hier haben wir den Silver Key. Komme ich da dran? Ja. Aber da werde ich wahrscheinlich sowieso irgendwie hin müssen. So, okay. Jetzt muss ich bloß wieder zurückkommen. Rückwärts? Nein, es klappt so nicht. Bin ich wieder hier, oder? Aber das ist ja gar nicht das Problem. Das kriege ich hin. So? Nein. So? Nein, ich krieg's doch nicht hin. Also, wenn ich teleportiert werde, jetzt? So, und jetzt müsste ich eigentlich auf der Seite sein, wo ich sein will. Genau. Okay. War ich hier hinten schon? Naja, sieht schon danach aus. Okay. Moment mal, hatten wir... Den hatten wir noch nicht aktiviert. Glaube ich. Aber was ist jetzt passiert? Hä? So, hier sind die beiden... Heinis. So. Doch, Vampire sind unter uns, überall. So, da haben wir den Silberschlüssel gebraucht. Genau. Safe. Ach, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Okay. Aber... Ah, hier. Oh, da ist eine Plattform. Die was tut? Aha. Ist jetzt da hinten aufgegangen, da vorne aufgegangen, oder? Ja. Und es ist bei der nächsten irgendwo aufgegangen, ja. Ja, ja, ja. Okay. Oh Gott. Nicht ihr. Nein. Wo, wo, da. Nein.
Lass mich durch, ich komme nicht weiter. Manchmal hängst du fest, ey, das ist zum Kotzen. Okay. Oh, wo kommst du? Ah, da hinten war ja auch noch eins, stimmt ja. So. Und dann haben wir da noch einen Sunkey. Okay, Sonne hatten wir bisher auch noch nicht. Wir hatten Night. Okay. Aber war jetzt da nicht irgendwo noch eine Tür? Ja, da. Und da brauchen wir den Sonnenschlüssel. Oh nein, da ist wieder dieses Vieh. Die mag ich nicht. Hier. Oh nein, das ist... Oh nö, kein Schalterrätsel. Bitte nicht. Vor allen Dingen nicht mit den Viechern hier dazu. Ach nö. Dieses Spiel weiß sehr genau, wie es mich nerven kann. Okay. Ging es noch eins weiter? Ja. Hit. Was? Boah, ich hasse sowas. Wo soll ich denn hin? Schalter. Okay, ich weiß, wie man darüber kommt, aber wie komme ich darüber? Und dann ist auch noch dieses blöde Viech hier. Also ich fange nach ihm nochmal neu an. Also, oder lade nochmal den Spielstand. Um die Ammunition. Aber da komme ich nicht weiter, da komme ich nicht weiter. Wo soll ich denn hin? Scheiße, ey. Wo soll ich denn hin? Was zur Hölle? Keine Möglichkeit mehr. Was ist denn das für eine Scheiße? Ist hier irgendwo ein Schalter? Das ist so dämlich, ey.
Die Frage ist, soll es überhaupt gehen? Warte mal, bin ich jetzt woanders? Ich bin woanders, oder? Ja, ich bin irgendwie. Du musst dich einmal porten. Dann bist du nämlich hier drüben. Alter! Wie nervig kann man ein Schalterrätsel machen? Ich habe aber so viel Ammo verbraucht, weil ich weiß, da weiß ich nicht, ob das ein Goldkey. Okay. Naja, gut, das geht schon noch. Also da hinten war keine Tür oder sowas. Den Schlüssel habe ich. Dann bin ich hier, glaube ich, fertig. Okay, so den Schlüssel. Da brauchen wir den Goldkey, aber wir kommen auch nach oben. Weil hier geht es nach oben auch noch. Geht das Buffer wieder aus? Da ist ein Schalter. Oh, hier sind so viele Türen. Das macht mich gar nicht glücklich. Was ist das für ein Schalter? Ich komme zu dem Schalter nicht hin, weil da die Ding davor steht. Ja, okay. Ah, das macht mich gar nicht glücklich. Okay. Nur ist hier absolut gar nichts. Okay. Und wie sieht's hier aus? Kriege ich den auf?
A Ruby Key. Ich habe nur ein Gold Key. Und hier? Hier kommt man rein. Hier braucht man Silver Key. Okay, also wir müssen hier sowieso nochmal her. Also, wir brauchen ein Silver und einen Ruby Key. Okay. Oh, Holy Waffe. Gott sei Dank. Oh, hier wird aufgestockt, Leute. Hier wird aufgestockt. Hoffentlich auch mit einem Schlüssel. Ja. Hier ist der Silver Key. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Gleich mal speichern. Muni. Okay. Perfekt. So, den Silver Key brauchen wir hier. Oh, Hallöchen. Och nö, nicht nochmal. Okay, das war jetzt Gott sei Dank nicht so schlimm. Aber ich muss trotzdem, glaube ich, irgendwie... Okay. Ja, jetzt müsste es ja durch sein. Ja. Was ist denn das hier schon wieder alles, ey? Emerald Key. Ich habe keinen Emerald Key. Was war denn das jetzt, die... Ja, aber muss ich vielleicht in die... Muss ich vielleicht da runter? Ja, muss ich. Da ist nämlich der Emerald Key. Um was zu essen. Wo sind wir denn jetzt? Oh Gott. Bin ich denn? Okay. Oh. Okay. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Aber wir gehen, jetzt schauen wir uns nochmal um und schauen, ob ich irgendwo was vergessen habe. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. 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 Nein, nein, nein. Da ist irgendwas. Ich bin auf irgendwas draufgetreten. Oh. Okay. Hier geht das Holy Waffe schon wieder aus. Okay. Ja. Nochmal zwei gefunden, weil ich auf die Plattform, glaube ich, getreten bin. Ansonsten nichts. Nichts, nichts, nichts.
Ja, irgendwie, wenn man hier draufsteigt, passieren komische Sachen. Prost. Deshalb nennen wir das jetzt hier komische Sachen. Okay, hier, da müssen wir wieder nach oben. Weil hier passiert nichts mehr. Oh nö. Das Holy Whopper. Geil. Oh Gott. Oh, daher kommst du. Daher kommst du also. Rot und Silver Bullets. Sehr schön. Ja. Dann weiter. Wo sind wir jetzt? Okay. Ist auch noch irgendwo einer. Kommst du denn her? Oh Scheiße, hier ist wieder viel zu groß. Okay, lass mich noch mal gucken. Ah, oh, das ist hier alles viel zu groß. Hier ist Käse. Ich habe keinen Platz mehr, ich habe zu viel. Ja gut, dann könnte ich jetzt eigentlich ein bisschen Messerkampf machen. Weil ich habe viel zu viel Leben. Was selten vorkommt. Schauen wir mal schnell hier. Hier ist aber nicht. Hallöchen. Zanibo. Das Messer, das ist echt so eine Sache. Okay. Hallöchen, Herzogtruffe. Oder willkommen zurück, Herzogtruffe. Schönes Spiel. Naja. Wenn man mal den Dreh raus hat, dann funktioniert es einigermaßen gut. Ansonsten eher nicht so. Also. Im ersten Level war es sehr verwirrend zum Teil. Vor allen Dingen, weil es da einen Teleporter gab, den du nicht offensichtlich sehen konntest und nicht wirklich wusstest, was du da tun solltest. Das war ein bisschen sehr scheiße. Aber ansonsten, ja. Glaube, ich habe alles eingesammelt. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Nein. Das gibt's nicht zu kaufen.
Wo war jetzt das, der Schalter? Ja. Ich dürfte mal wieder hier sein, wo wir mal waren. Ja. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo ich hin muss. Also ich muss wieder nach oben an die Oberfläche. Ach, das war das. Ach, das war das Teleportieren hier. Ah. Oh nein. Aber muss ich da nicht hin? Ach, ich weiß es nicht mehr. Warte, jetzt bin ich wieder. Wie wird's hier zurück? Ach, jetzt verliere ich wieder die Orientierung. Muss ich wieder durch den Teleporter raus? Ich muss hier wieder hinten raus. So. Okay. Aber ich muss nach oben. Nach unten. Oh, ah, dann bin ich ja doch richtig. Oder? Nein, ich bin hier nicht. Gott, wo muss ich denn jetzt hin? Gehe ich jetzt zurück oder gehe ich vorwärts? Oh Gott. Ich glaube, ich gehe zurück. Ja, ich gehe zurück. Ah, warte mal. Ich muss zu dem... Musste ich da... Das war dieses eine Lager? Ich weiß es nicht mehr. Was? Da brauche ich den Crystal Key. Da brauche ich den Night Key. Und ich habe aber nur den... Den Emerald Key. Und den Emerald Key brauche ich ja bei dem da oben. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkomme. Ah. Moment mal. Komm schon. Da war... Da ging es nach oben. Das waren diese verschiedenen... Dinge. Ich müsste wieder zu dem, diesem Schalterrätsel mit dem Vampir. Weil da war die, da war der Aufgang. Ach Gott.
Okay, ich glaube, sind wir jetzt wieder da? Ja, okay. Nein, ich brauche den Ruby. Wo brauche ich denn den Emerald Key? Fuck, wo habe ich denn den Emerald Key gebraucht? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich den Emerald Key brauche. Ich dachte, den bräuchte ich hier. Nee, warte. Da, wo ich dann runtergegangen bin. Durch dieses Loch. Da musste ich hin. Ah, oh, nein. Ah, oh, shit. Aber ich glaube, ich bin noch richtig. Genau, hier war das. Ja. Hier, genau. Oh, Hallöchen. Okay, nur noch 33 Särge. Ach, meine Finger. Ich nenne es einfach nur noch 33 Särge. So, dann weiß ich das auch. So, was macht der Schalter? Das ist die Frage. Wahrscheinlich hat der... Ah, nee. Macht der irgendwo was? Irgendwo. Wow! Oh. Ja, er hat was gemacht. Holy Whopper! Yes! Okay, hat funktioniert. Hat nur nichts gesagt. Okay. Gut. Also ich finde, dieses Level ist um einiges zahmer als das erste. Aber vielleicht ändert sich das noch. Bisher ist es aber echt nicht schlecht. Da war das erste um einiges schlimmer. Oh nein. Gut, bis auf das eine Schalterrätsel. Das Schalterrätsel war scheiße. Und da haben wir den Ruby Key. Sehr schön. Den brauchen wir doch. Jetzt ja nicht mehr. Was machst du denn zu Silvester? Tja, ich glaube, ich habe alles von hier. Und ich glaube, ich muss noch mal. An meinem Internet schrauben.
Ja. So. Okay. Und wie sieht's bei dem guten Nibo aus? Und hier brauchen wir den Ruby Key, genau. Und der hat jetzt den Stint freigelegt. Und der hat jetzt was gemacht? Was du zu Silvester machst. Meine Finger tun weh von dem BASD, geht leider nicht, weil S nach vorne ist und nicht rückwärts. Also muss ich mit den Pfeiltasten spielen. Das ist echt unangenehm. Trinken. Okay, also was ist jetzt genau passiert? Wo geht da was auf? Wo geht da was zu? Ich sehe nichts. Nichts Tolles, wollte nach Berlin, aber mit der Leiste fällt das aus. Ach da. Ah. Ah. Da ist eine Plattform, das gefällt mir. Wo kommst du her? Ach, da hinten auch noch. Da ist ein Aufgang, okay. Ich fahre zu meinem Spätzle nach München und dann feiern wir bei ihm Silvester. Okay, ich bin mir aber relativ sicher. Wenn ich da jetzt auf die Plattform steige, nichts passiert. Ah, okay. Oh. Ah. Ah, okay. Oder ich feiere mit meinem Nachbar, der ist so ein Feierbiest. Wann kommt endlich. Wie du siehst, nein, kommt aktuell nicht. Du wolltest unbedingt Metal Gear Solid haben, ja? Ich wünsche es dir, wenn du es unbedingt haben willst. Ein goldener Schlüssel. Und ist eine Abkürzung? Anscheinend ja. Wo
Bevor ich mich jetzt wieder verwirre, wo ich hin muss. Nein, es ist nicht das schlechteste Videospiel der Geschichte. Da gibt es viel Schlimmere als das. Es ist vielleicht das schlechteste aus den 80er Jahren, aber vielleicht hat es nicht mal diesen fragwürdigen Titel verdient. Und da braucht man wahrscheinlich den... Oh shit! Nein, brauchen wir nicht! Ah! Okay. Die Branche hätte es auch ohne dieses Spiel zerlegt. Alter. Oh nö. Es hat jetzt gerade noch gefehlt, ein Labyrinth. Nicht voran. Hallo? Scheiß Schlüssel, geh weg! Alter! Ach nö, da bist du auch noch teleportiert. Ach nö. Ist jetzt euer Scheiß ernst? Nein! Okay. Jetzt hör auf damit! Warum wird man hier teleportiert? Ich habe keine Ahnung. Eine Scheiße. Ach toll. Ich habe ewig nicht mehr gespeichert. Super Scheißdreck. Ich sage dir, wünsche es dir, wenn du es unbedingt sehen willst.
Ja, weil das Spiel durchzuzocken an sich fast eine Sache der Unmöglichkeit ist. So scheiße programmiert, wie es ist. So, und jetzt müssen wir dann auf jeden Fall speichern, weil jetzt kommt das scheiß Labyrinth wieder. Das ist wirklich ein, das ist ein absoluter Scheiß hier. Ich hasse diesen Scheiß. Ach, jetzt komm schon. Was ist das nervig? Weil jetzt habe ich wieder keine Ammo mehr. Weil dieser Scheißdreck, diesen blöden Mistvieh und dieser beschissenen. Warum? Nein, Speicher macht jetzt keinen Sinn mehr, weil ich keine Ammo mehr habe. Warum dieses blöde. Diese Drecksviecher? Warum haut man davor einen Teleporter hin? Jetzt speichern, weil das war jetzt noch relativ okay. Thank you.
Es gibt. Nein, Sanibo. Das, auf den die anderen Spiele sind alle, glaube ich, Jump'n'Runs oder sowas. Das einzige, wo sie das hier so gemacht haben, war auf dem DOS. Da ist es. Oh, ich hasse diese Teleportationsscheiße. So. Okay. Wieder Goldkey, ich habe zwei davon. Okay, jetzt habe ich kein Holy Waffer mehr. Da brauche ich einen Night Key, habe ich nicht. Das Spiel kommt hier mit dem Ganzen nicht zurecht, glaube ich. Okay, nein. Warte mal, ich schaue mich erstmal noch mal weiter um. Oh Gott, so viele Türen. Silver Key. Was ist das denn? Okay. Ich muss wohl dieses Schalterrätsel machen. Denn da geht's nicht mehr weiter. Okay. Ja, ich brauche Holy Waffer.
Sonst geht's hier nicht weiter. Ruby Key, ich habe keinen Ruby Key. Was macht denn das? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt wieder macht. Hat das jetzt die Tür da drüben vielleicht aufgemacht? Nein. Ah. Hier war ich noch nicht, oder? Nö. Aber scheiße ist, dass hier wieder die Viecher sind. Da brauche ich einen Emerald Key. Ich habe nur einen scheiß Gold Key. Okay, die Stage mit Lamsang nervig. Brauchst du wieder 5 Millionen Schlüssel, ey. Hier waren wir auch noch nicht, glaube ich, oder? Nee. Da brauche ich einen Sun-Key. Ich habe keinen Sun-Key. Ich habe nur einen Gold-Key. Ach, komm schon. Da ist ein Emerald-Key. Holy Wafer wäre auch mal nicht schlecht. Ich glaube, hier ist kein Holy Wafer. Nö.
Okay. Also, Emerald Key. Wo brauchen wir den Emerald Key? Ich weiß es nicht mehr. Night Key. Silver Key. Scheiße, jetzt habe ich hier wieder keinen Zugang. Ja, kann man. Ich bevorzuge trotzdem PC. Jetzt muss sie doch irgendwie von hier aus gehen. Da war's. Nein, was nicht. Wie konnte ich jetzt diese... blöde Tür. Wer hat denn jetzt irgendwas gegen Doom gesagt? Ach, wahrscheinlich ist es das Ding hier drüben. Genau. Was brauchen wir hier? Ruby, verdammt noch mal. Ich weiß nicht, was richtig ist. Das dürfte richtig sein. Da braucht man den Emerald Key. Och nö. Was? Mich der jetzt durch die Tür erwischt. Oh, jetzt geh doch nicht immer links und rechts, du blödes Mistvieh. Sun Key. Munition. Der tut mir nichts. Noch ein Emerald Key. Ich mach mal zu. Oh nein! Okay, ich glaube, er steckt fest. Gut.
Ich brauche Holy Wafer. Wo ist dieses verfickte Holy Wafer? Ruby Key. Was? Wo kommt ihr denn jetzt her? Ne, ich bin's wieder. Bin ich denn jetzt wieder? Da braucht man den Sun Key, okay. Hauptsache, ich komme zu meinem Ziel. Echt jetzt? Ruby Key. Ich brauche die. Warum gibt's kein Holy Wafer mehr? Okay, Ruby Key. Es ist alles so verwirrend hier. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. So, Ruby Key. Brauche ich den hier? Nein, da brauche ich den Silver Key. Das ist wieder die Scheißtür. Und hier? Night Key. Ich weiß, der Ruby Key müsste da hinten passen. Glaube ich. Aber wie kriege ich die jetzt? Achso, nee, es passt schon. Okay. So. Musste der nicht hier? War das hier nicht die Ruby Key? Ja. Bein. Der Emerald Key. Kann man nicht mal irgendwie Holy Wafer oder so kriegen, bitte? Nein. Okay, dann halt nicht. So, wo habe ich jetzt, wo brauche ich jetzt den Emerald Key schon wieder? Das eine war Silver, das andere war Night. Wo war denn noch ein Emerald Key? Oh Mann. dieser Raum ist schrecklich.
Gott. Vor allen Dingen, wenn man keinen Holy Weather mehr hat. Habe ich die Leute eingesperrt, aber ich weiß nicht, ob ich da noch mal hin muss. Nein. Nein. Okay, hier muss ich nicht noch mal her. Also schon. Aber nicht jetzt. Mann, wo brauche ich denn jetzt diesen fucking Emerald Key, ey? Es ist doch nichts auszuhalten, ey. Giftgrün, sehr schöne Farbe. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Emerald Key brauche. Bin der Meinung, vielleicht drüben? Aber hier ist doch... Nee, das ist nicht hier drüben. Doch, das ist hier drüben. Wo muss ich denn den Emerald Key reinbringen? Ich muss zu diesem Werwolf wieder. Ich glaube, das ist der einzige Punkt, aber ich weiß nicht mehr, wo der war. War er hier? Ja, hier war. Okay. Ja. Schnell, schnell, schnell. Lass mich in Ruhe. Da ist der Night Key. Und kein fucking Holy Warfare.
Nein, 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 geh weg, lass mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Das muss ich wieder zurück. Oh Gott, ist das eine Scheiße. So, der Night Key war hier. Speichern unter Scheiße. So, was habe ich gerade gesehen? Ich habe 54% des Spiels bisher fertig. 54. Das ist ein Gott. Echt jetzt? Nein. 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 Dann ist es der hier. Okay. So. Oh nein, 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 nein. Geh weg, lass mich in Ruhe. Lass mich durch. Band. Echt jetzt? Das Einzige, was ich kriege, ist diesen scheiß Silver Key. Hallo? Hau ihm eins aufs Maul. Was? Oh, Alter. Kriege ich nicht mal irgendwie Munition oder Holy Waffe oder irgend so ein Scheißdreck? Nein. Okay, der Silver Key, den hab ich. Den Silver Key hab ich bei der anderen Tür gebraucht. Da. Ja. Brot. Und was will ich denn jetzt mit noch einem Silberschlüssel? Warum? Was? Warum? Oh, ich komm wieder bei. Ich komm wieder raus. Gott sei Dank. Warum ich hier das antue, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe einen goldenen Schlüssel, ich habe einen silbernen Schlüssel und ich habe keine Ahnung, wohin ich damit soll. Nein. Nein, 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 nein. Wo soll ich hin? Käse. Ich hab keine Ahnung. Ich bin echt. Ich hab keine Ahnung, wo ich noch hin muss. Ach, das war das. Oh nein, das war das Labyrinth. Hatte ich hier noch irgendwo eine Tür, die ich nicht gemacht habe?
Okay, die Türen sind alle auf. Das heißt, da dürfte nichts sein. Nö. Okay. Dass es seit 3 Jahren kein Holy Wafer mehr gibt, ist auch nicht gerade gut. Also die einzige Möglichkeit, die ich aktuell noch sehe. Oh, Munition. Wenn ich jetzt noch Holy Wafer finden würde, wäre ich ganz zufrieden. Da ist Holy Wafer. Aber nur ein Stück. Das ist ein bisschen wenig. Es ist ein Anfang, aber es ist zu wenig. Da! Oh, Gott sei Dank. Den Stück. Oh. Okay. Okay. Damit kann ich arbeiten. Schauen wir mal, ob man noch. Da haben wir noch mal Munition. Sehr schön. Werde ich brauchen. Noch mal mehr Munition. Die kann ich doppelt und dreifach brauchen. Okay. Warte mal, bin ich hier? Ich hätte hier nur einmal hochgehen müssen, glaube ich. Dann hätte ich das Problem nicht gehabt, was ich jetzt die ganze Zeit hatte. Scheiß drauf. Hauptsache, ich hab's jetzt. Okay, aber ich bin noch nicht durch. Ich muss noch mal gucken. Da ist mindestens noch ein Sarg irgendwo. Also es ist noch ein Sarg. Ein Sarg ist noch irgendwo. Da. Okay. Was haben wir hier? Essen. Problematisch. Ich hab Schlüssel. Ja, nein. Geht aktuell nicht. Ich hab keine Möglichkeit, noch mehr Essen aufzunehmen. Ich glaube, ich habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Irgendwo. Glaube ich. Die Sache ist, wo gehe ich jetzt hin? Weil ich habe überall. Habe ich noch Särge um mich rum. Aber ich weiß nicht, wo es noch Holy Wafer gibt. Bei den ganzen Schaltmechanismen, da ist noch eins. Oder da, wo ich gerade rein bin und heulend zusammengebrochen bin. Also entweder wir gehen hier weiter oder wir gehen nochmal hier bei den Schließtüren rein. Ich glaube eher da. Also hundertprozentig sicher bin ich mir da auch nicht. Ich könnte ja auch mal speichern einfach und dann kann ich ja gucken. Also, es sind jetzt 13 Särge. Okay, hier war Munition.
Aber das war's auch schon. Okay, hier ist nichts weiter. Gut, da muss Holy Wafer noch irgendwie auf den anderen Dingern. Irgendwo muss noch welches rumliegen. Weil sonst wüsste ich nicht, wo wir die restlichen 6 Holy Wafers noch herbekommen sollen. Das heißt, Schalterrätsel wieder. Yippie-yay-yay, ich freue mich drauf. Hier ist nichts mehr. Hier ist nochmal. Hier ist nochmal Munition. Da ist nochmal Holy. Hä, was? Okay. Okay, wir haben alle. Wir haben alle. Und ich möchte jetzt eigentlich so wenig Munition wie möglich verschwenden. Weil. Finale. Weil ich die für den Oberboss-Mufti aufbehalten will. Okay, jetzt müssen wir erst einmal schauen. Triff ihn doch! Kannst du ihn mal... Okay, also hier haben wir schon mal die die Viecher sind tot. Ja. So, dann hier. Hier ist ein Werwolf drin. Ja. Scheiße! Der war da drüben. Lass mich durch, lass mich durch! Okay. 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 Sehr schön. Oompa Loompa, Double D Ding. You look like a troll from Lord of the Ring. So, sehr gut. Da waren es nur noch 8. Ich finde hier nie wieder raus. Ich muss dann wieder komplett zurückgehen. Oh mein Gott, ich werde das niemals schaffen. Ich bin ja schon mal hier nicht mehr raus. So. So, ja, da drüben muss ich auch noch was machen, glaube ich. Hier. Oder? Ja. Ich glaube, ich habe sie. Was sind 3? Oh shit! Oh.
Nee, irgendwo ist noch einer. Aber anscheinend nicht hier. Dann muss er hier irgendwo noch sein. Da. Okay, nur noch 5. Ich sag's dir, wenn es beim nächsten Mal 100 sind, dann bringe ich dieses Spiel um. Wo muss ich jetzt noch hin? Wo sind noch 5 Särge? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh, Hallöchen. Ich habe keine Ahnung, wo noch 5 Särge sind. Bin ich, glaube ich, durch, ja. Ich weiß auch nicht, wo ich noch den goldenen und den silbernen Schlüssel brauche. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss wieder zurück. Also ganz zurück. Weil ich wüsste nicht, wo noch was wäre. Irgendwo müssen die Schlüssel ja hinpassen. Okay, also ich glaube, hier habe ich alles mit den ganzen Türen und Schaltern. Oh, ich bin noch gar nicht draußen. Oh, meine Finger. Hier, ach, hier ist noch was. Okay. Gott, wenn ich den jetzt nicht gefunden hätte, das, der wäre mir jetzt letztes übrig geblieben, ey. Noch 4. Okay. Ja, die anderen müssen irgendwo anders sein, weil ich glaube, hier bin ich fertig. Okay. Das heißt jetzt eigentlich nur noch herausfinden, wo gelber, goldener und silberner Schlüssel hingehören.
Ja, das ist das mit den ganzen Dingern gewesen. Aber hatte ich... Warte mal, ich habe was gehört. Hier irgendwo ist noch was. Irgendwo hier. Ach, das ist der Ausgang schon gewesen. Okay. Hier. Da brauche ich aber einen Night Key. Ich habe noch keinen Night Key. Ich habe nur Silber und Gold. Was? What the fuck? Wo brauche ich denn? Was? Wo zum Teufel brauche ich denn noch einen silbernen und einen goldenen Key? Ihr wollt mich doch verarschen! Da muss ich noch hin! Und ich habe keine Night Key! Wo kriege ich jetzt denn den Night Key her? Warum habe ich denn noch einen silbernen und einen goldenen Schlüssel? Wo sollen die hin? Keine Ahnung. Das hier, das ist, da war ich. Achso, dann hätte ich vielleicht bei der anderen Tür hochgehen müssen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt noch diese Schlüssel brauche. Scheiße, hier ist ja gar nichts. Ach doch, hier war ich ja auch schon. Ja, das teleportiert mich wieder hierher. Okay, es muss irgendwo... Warum denn? Warum bin ich echt hart? Weil du das Spiel zockst und durchhältst. Hier war nichts mehr weiter. Es ist jetzt nicht so schlecht, dass ich das nicht machen wollen würde. Es ist aber auch nicht wirklich gut.
Warte mal. Hier muss auch noch irgendwo was sein. Irgendwo ist einer gespawnt. Hier muss irgendwo noch was sein. Hier irgendwo draußen muss noch was sein. Aber hier ist nirgendwo noch was. Aber ich hab's doch gehört. Warte mal. Nee. Was dem Spiel halt ein bisschen fehlt, ist ein Radar. Der wäre unglaublich hilfreich. Ich sehe hier nirgendwo noch irgendwas. Ach, mir wäre es auch ganz okay, wenn man nicht in alle Richtungen laufen könnte. Warum gibt es jetzt überall diese Dinge, dass es noch irgendwo was gibt? Merkwürdig. Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Ja, Wolfenstein ist noch mal ein Jahr älter, das stimmt. Also, es muss irgendwo noch Türen geben. Irgendwo muss es noch eine verfickte Tür geben, die ich noch nicht aufgemacht habe. Sogar zwei könnten es eventuell sein. Oh. Wahrscheinlich ist es wieder irgendwo, wo ich hinteleportiert wurde. Keine Ahnung hatte, dass es so war. Gott. Das ist der Teleporterer, der Teleporter-Ding wieder hier.
mir wird jetzt auch nichts helfen, dieses Let's Play von dem einen, der das 2-2 gemacht hat. Ich glaube, der hat es auch abgebrochen, weil er vom 3-3 war da keine Spur mehr. Und ich kann es ihm nachvollziehen, warum er dann keinen Bock mehr hatte. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ja, früher war das ja auch noch nicht so eine Sache in Deutschland mit dem Beschlagnahmen. War jetzt das hier der alte Weg oder war das andere der alte Weg? Ich weiß es nicht mehr. Bin ich aktuell im Kreis. Ja, Beschlagnahmung ist heutzutage gar nicht mehr so eine große Sache, Gott sei Dank. Das hat sich jetzt in Deutschland sehr entspannt. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welcher Titel als letztes beschlagnahmt wurde. Ich bin da nicht mehr in diesem Schalterraum, ey. Ich bin komplett lost. Ich glaube, ich bin in dem Raum. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Was ist das hier? Wo trete ich da drauf? Schnell nochmal. Mich interessiert es, ob der andere das noch durchgespielt hat oder ob der bei der Stage 2 irgendwann aufgehört hat. Nee, der hat die Stage 3 auch noch gemacht. Okay. Gut, dann habe ich mich da versehen. Ja, das ist die Frage. Wo hab ich was übersehen? Das ist jetzt die große Frage. Da hat er noch 8 Coffins. Da hat er noch 6. Wo geht der mit dem Silver Key hin? 5? Warte mal, war ich da schon? 3. Warte mal, draußen hat er irgendwie mit einem Silver Key noch was aufgemacht. Moment mal, wo ist der da hingegangen? Woher ist er gekommen?
hat. Also irgendwo habe ich noch was übersehen. Es war irgendwo draußen. Aber der ist von innen nach draußen gegangen und hat da einen Schlüssel benutzt. Aber ich finde ja nicht mehr, zu diesen Schaltertüren hin. Nicht der richtige Weg. Da geht es doch auch nur wieder zum... Problem ist, diesen fucking Weg nachzuvollziehen. Holy fuck! Endlich, ich hab gefunden, wo es weitergeht. Da brauche ich den Silberschlüssel, oder? Ja. Oh. Sich mal bitte bewegen, Dankeschön. Da ist er. Da ist der Key. Und Essen. Da ist er. Der Night Key. Okay. Das heißt. Oh, und sogar noch Munition. Ich bin bestens gerüstet für den zweiten Bosskampf. Muss nur noch zurückkommen. Jetzt spinnt die Steam Library schon wieder. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nicht wieder eine neue HDD eingebaut oder SSD oder NVMe oder was auch immer. Jetzt muss ich nur noch zurückfinden, dann kommt der Bosskampf. Nur noch zurückfinden.
Oh nein. Oh nein. Jetzt, wo ich nicht mehr hin will, finde ich den Weg. Warte mal, ich muss irgendwie... Warte, ich muss ja eigentlich bloß den Weg wieder umswitchen, oder? Was? So. Okay, und dann gehen wir hier wieder runter. Da ist wieder das Labyrinth, genau. Rätsel. Oh nein. Oh, Anni, ich bin da. Okay. Ah. So, da ist der letzte Kaffin und damit auch der Bossfight. Okay. Fight. Hallo? Eieieiei. Ja, das letzte Mal. Nochmal 72, nein, immerhin keine 100. Warum eine 63? Ja, macht ne, macht keinen Sinn. Egal. Okay, jetzt wo ich schon 2/3 des Spiels gemacht habe, muss ich das letzte auch noch machen. Aber das machen wir ein andermal.
Ja, meine Finger laufen aber nicht mehr. Die erste Hälfte des Dungeons war gar nicht mal so schlimm, aber die zweite, ach Gott, dieses Schalterrätsel. Wann wir den dritten Part machen, weiß ich noch nicht, vielleicht im nächsten Jahr. Oder ja, morgen nicht, weil morgen Emergency dran ist. Sonntag bin ich bei Kumpel, da wird es auch schwierig. Gut aussehen, ich mach's halt am Nachmittag oder so. Morgen oder Sonntag. Mal schauen, je nachdem, ob ich Lust drauf habe. Ach, Gott. Das ist spaßig. Ja, wie schon gesagt, das Spiel ist nicht so schlecht, als hätte ich da absolut keinen Bock drauf, aber so gut sind es auch nicht. Es ist, wenn man so die Berichte im Internet liest, sagen 90% davon, das ist absolut scheiße, was ich nicht nachvollziehen kann, weil es gibt viel Schlimmeres als das. Ich meine, du hängst ab und zu mal, klar, du verirrst dich leicht, klar. Die Rätsel, also da war ja noch mehr oder weniger, fand ich alles klar, aber im ersten Level, wenn du diesen langen Gang entlang gehst, du hast keinen Anhaltspunkt, dass du teleportiert wirst. Das ist richtig scheiße gewesen. Das war ein richtig scheiße Ding und das ist ein richtiger Gamebreaker gewesen. Wenn du das weißt, kein Problem. Aber da gab es null Möglichkeiten, das herauszufinden, außer dass halt immer das Vieh gespawnt ist und du musst und es muss irgendwo herkommen, aber das ist schon sehr weit hergeholt. Jetzt im zweiten muss ich sagen, du hast überall gesehen, dass du irgendwo was machen kannst. Also da war jetzt nicht irgendwie völlig was unklar. Du musst halt nur rumprobieren. Und das ist halt, ja. Aber es funktioniert. Das Spiel, klar, die Hitbox mit dem Messer ist scheiße, aber ich meine, die damaligen Spiele, die waren halt so. Und ich finde eigentlich dafür, was das ist, es ist eigentlich relativ okay. Auch aus heutiger Sicht noch irgendwo. Kann also nicht wirklich nachvollziehen, warum viele Leute dieses Spiel richtig beschissen finden, weil ich finde, da gibt es viel Schlimmeres. Aber naja, jedem das seine. Wenn er es nicht mag, dann mag er es nicht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ich bin froh, wenn es durch ist. Nicht, weil es absolut scheiße ist, weil sonst hätte ich schon gar nicht weitergespielt, sondern einfach, weil ich es machen muss. Wenn ich mich in irgendwas reinfuchse, dann möchte ich es dann am Ende auch irgendwie durchhaben. Nee, ich mag es nicht irgendwie. Es ist so eine Art Hassliebe, glaube ich. Ich glaube, man kann das Hassliebe bezeichnen. Es ist nicht richtig gut, das Spiel, aber es ist auch nicht schlecht. Und wenn ich dann schon das rein investiere, dass ich das erste Level fertig gemacht habe und ich dachte mir jetzt, gut, wenn beim zweiten wieder irgendwie lauter Scheiße passiert, dann lässt es komplett sein. Aber das zweite hat sich jetzt ja relativ harmlos entpuppt, in Anführungszeichen. Das Ende, jetzt beim Ende, natürlich, das war jetzt scheiße gelaufen, dass ich den einen Schalter nicht nochmal umgelegt habe. Okay, gut. Kann passieren. Aber ich habe es ja am Ende ja noch gefunden. Und ja. Jetzt habe ich ja quasi eine volle Le Essensleiste. Ich habe viel Munition. Ich habe noch 5 Waffer. Ich denke mal, ich bin bereit für das letzte Level. Hoffentlich. Wir werden es sehen. Okay. Ich habe übrigens auch nachgeguckt, Lunak. Uprising ist da mit dabei in der Liste, aber es wird noch lange, lange dauern. Wahrscheinlich werde ich gar nicht dahin kommen. Also Uprising und ich habe doch gerade Uprising gesagt.
Nein, Pitfall ist da nicht dabei. Pitfall ist doch schon nach 93. Ich bin im Jahr 1993, Nibo. Meine Güte. Und das ist kein Ego-Shooter. Pitfall ist kein verdammter Ego-Shooter. Nein. Oh. Das ist nicht die Geschichte der Videospiele, Raisa Nibo. Das ist Ego-Shooter. Ja, ich weiß, das war gerade bei mir. Das ist nicht die Geschichte der Videospiele, das ist Ego-Shooter. Und da steht 1993. Also Pitfall wäre da gleich doppelt nicht drin. Weil zum einen ist es kein Ego-Shooter. Und zum... Ach, das Internet spinnt schon wieder rum. Himmel, Arsch und Zwirn. So, das Internet will nicht mehr. Ich will jetzt auch nicht mehr. Ich sage jetzt einfach schönen Abend noch und später eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.